Mein Name ist Christian Benzing, ich bin Geschäftsführer von der Firma Hugo Benzing. Wir sind 1933 gegründetes Unternehmen als Automobilzulieferer international tätig und beliefern fast alle wichtigen Automobilhersteller von dieser Welt. Bei den Montagezellen haben wir einen sehr guten Lieferanten, mit der Firma Verfius Tube Automation aus dem Schwarzwald, mit denen wir zusammen die Anlagen konzipieren und die uns die zweite Anlage bereits geliefert hat in dem Gebiet. Mein Name ist Dietmar Dengler, bin technischer Geschäftsführer bei der Verfius Tube Automation. Sie sehen hier eine vollautomatisierte Montagezelle auf engstem Bauraum mit 6x4 Meter, wo sehr viele verschiedene Prozesse miteinander verknüpft sind. Hier sind 6 Agilus KR6 900 im Einsatz, die ihre Handlingsarbeiten verrichten. Unsere Anforderungen an KUKA waren hohe Flexibilität, geringer Platzbedarf und sehr hohe Genauigkeit. Vor der Automatisierung haben wir eine Handmontage gehabt, indem wir aber auch diese Prüfstationen im Einzelnen hatten. Das wurde dann alles verknüpft und mit den Robotern zusammen verkettet. Und aus dem heraus ist dann eine sehr schnell laufende Anlage entstanden für große Stückzahlen. Die Berstscheiben, die Sie bei uns hier sehen können, sind für die E-Mobilität entscheidend. Das heißt, diese Entlüftungsventile erhöhen die Sicherheit im Fahrzeug wesentlich. Sie sehen in dieser Anlage einen Prozess, wo 3 Bauteile zu einem Bauteil zusammengefügt werden, in dem sehr viele unterschiedliche Messungen und Prüfungen stattfinden. Die Träger werden über Trays der Anlage zugeführt. Der Roboter übernimmt diese und gibt diese in die Schweißstation. Die Federbleche werden über Sortieranlagen zugeführt, sogenannte Anyfeeder, die dort lagerichtig sortiert werden. Ebenfalls die Verschlussteile. Und diese werden dann zusammen nach vielen Messungen zu einem Bauteil in der Ultraschallschweißanlage zusammengeschraubt. Nach diesem Prozess folgt der Entgratprozess dieser Schweißnaht. Daraufhin kommen Sie in einen Heliumprüfstand, wo die Bauteile auf Dichtigkeit und Druck überprüft werden. Danach kommen Sie in eine Laserzelle, wo ein DNC-Code aufgebracht wird. Nach diesem fertigen Ablauf kommen die Teile wieder in Trays, wo der Roboter diese absetzt und aus der Anlage transportiert. Für unsere Mitarbeiter ist es wichtig, dass wir Roboter auch haben und die modernsten Technologien, weil wir wollen auch die besten Mitarbeiter haben und die erwarten von uns, dass wir die modernsten Anlagen auch haben, dass sie sich weiterentwickeln können und dass sie auch sehen, dass die Firma eine Zukunft hat und auch programmieren lernen können und Aufgaben von den Robotern übernommen worden sind am Ende des Tages, die sie sonst permanent immer wiederholen müssten. Das macht ihnen das Arbeiten auch viel angenehmer. Wir haben in dieser Anlage Twistersteuerung verbaut. Jeder dieser 6 Roboter hat eine eigene Twistersteuerung, die nachher auf einem Panel zusammengeführt sind. Von dort aus programmiert der Maschinenbediener diese Anlage. Er hat hierdurch den Vorteil, diese Twistersteuerung zu programmieren und muss keine Roboterkenntnisse haben. Als mittelständisches Unternehmen ist Automatisierung entscheidend, dass wir wettbewerbsfähig sind. Wir haben die besten Kunden der Welt und wir wollen der beste Zulieferer sein. Das heißt, wir müssen gucken, 100%ige Prozesskontrolle zu haben. Das erreichen wir am besten durch die Automatisierung, durch Verkettung, Prüfstationen, Robotermontage. Und daher sind wir auch hier in Deutschland wettbewerbsfähig mit unseren Produkten. Industrial Intelligence.